haben uns hier mit diesem ganz kleinen Format von Boudin das erste Bild ausgesucht. Das ist der Beginn der Freilichtmalerei, die ja so eine große Rolle spielt. Warum ist das so klein? Ja, das ist so klein, weil der Maler direkt vor der Natur steht und er natürlich versucht, dieses Spiel der Wolken zu erfassen. Und das ist eine der schwierigsten Aufgaben überhaupt für die Maler, weil in dem Moment, wo sie hochschauen, haben sich die Wolken schon wieder verändert. Und deswegen sind das eigentlich so oft diese genauen kleinen Formate auf kleine Pappe, auf kleines Papier, in denen direkt vor der Natur diese Szenen entstehen. Aber diese große Meisterschaft von Boudin sieht man hier. Man kennt ihn von sehr vielen Strandszenen, wo er die Figuren wie so ein Regisseur ganz fein auf dem Strand platziert. Und hier gelingt es ihm, diese Ballung der Menschen, die da vor dem Schiff stehen, das offenbar frischen Fang in den Hafen trägt, genauso als Ballung zu zeigen wie diese Häuser, die sich da so wie zusammenknüllen und man das Gefühl hat, sozusagen Mensch und Architektur geht energetisch darüber zu diesem Boot. Und dann hat er hier vorne so eine ganz faszinierend moderne Sichtachse. Man schaut an diesem Kai entlang und das Schiff steht ein wenig schräg, sodass aus dieser scheinbar langweiligen Hafenszene plötzlich was ganz Dynamisches entsteht, dynamisiert vor allem natürlich nochmal durch diesen ungeheuren Himmel. Wir sind ja hier in Honfleur. Honfleur war der Geburtsort von Eugène Boudin. Er war dann im Studium an der Akademie in Paris und kommt zurück und malt diese Bilder. Und es ist das Jahr, in dem auch Baudelaire in Honfleur ist und im gleichen Jahr in der Salonbesprechung nennt er ihn den Maler der meteorologischen Schönheiten. Was hat Boudin den Impressionisten bedeutet oder was hat er beigesteuert? Ja, das ist interessant, dass er eine sehr große Rolle spielt und er ist sicherlich hier in der Ausstellung im Barberini der vermutlich unbekannteste Maler, weil er wirklich ein Maler ist, der wirklich so eine Achsenwirkung hat. Er trägt in sich eigentlich noch die Malerei der Romantik, der See- und Strand- und Marinebilder von Isabey, von Goudin. Und dann baut er aber Freundschaften auf. Er entdeckt quasi Monet, er inspiriert Monet zur Freilichtmalerei. Die Maler sind fasziniert von Boudin. Man sieht es hier vor allem an dieser Fähigkeit, diesen Himmel zu malen. Und diese Wolken sind natürlich eigentlich ein Paradebeispiel für das, was Impressionismus will, nämlich diese Geschwindigkeit zu erfassen, diese sich in Sekundenbruchteilen verändernden Lichtwirkungen, diese Stimmungen, die dadurch entzeugt werden, also dieser Wunsch, nicht eine Landschaft zu malen, wie sie ist, sondern die Stimmung, die sie erzeugt, da ist er tatsächlich einer der ganz zentralen Urväter und es ist hier eben wunderbar im Barberini zu sehen, mit einigen Werken wie Boudin, der natürlich aus einer anderen Generation kommt, also noch alles sehr gefasst und fast klassisch auffasst und doch in dem Moment, wo er Natur malt, in seinem Falle den Himmel, da blitzt der Impressionismus das erste Mal auf. Der Krieg ist gerade zu Ende. Monet war ja in London im Exil vor dem deutsch-französischen Krieg. Und er kommt zurück in seine Stadt, in der er groß geworden ist. Das war vielleicht der Ort, der mit am meisten industrialisiert war. Der Außenhafen in Le Havre, ein großer Baumwollhafen für die neue Welt, war gerade umgebaut worden. Und überall war dieses Gaslicht, was dem 19. Jahrhundert zu die Energie gab, also zur Effizienzsteigerung, zur Verdichtung, zu einem neuen Takt half. Und das merkt man diesem Bild an, ein ungewöhnliches Bild für den Impressionismus, ein Nachtbild. Ja, sehr selten und eben mit diesem künstlichen Licht auch faszinierend, weil es wirklich markiert das Ende der Romantik.
in Frankreich, in Deutschland, genau in dieser Zeit mit dem Ende des Deutsch-Französischen Krieges endet wirklich die Romantik nicht nur in der Realität, weil der Krieg zu Ende gegangen ist, sondern eben auch, weil dieses romantische Nachtbild mit der Mondbeleuchtung, dieses Sentiment, was dadurch hervorgerufen wurde, an ein Ende gekommen ist und jetzt eben dieses menschliche Licht, menschengemachte Licht hier sichtbar wird. Und aber daneben ist es ja auch wirklich 1872 Monet, der Urknall des Impressionismus. Ja, Monet hat am gleichen Tag, am 13. November 1872, aus einem Hotelzimmer das berühmte Bild Impression Soleil Levant gemalt, nachdem der Impressionismus dann benannt wurde auf der ersten Ausstellung 1874. Dieses Skizzenhafte, dieser freche, verrückte Pinselstrich, das kommt ja von dem unmittelbaren Erleben von Turner, der ja schon in einer Art Fusion der Elemente Energie thematisiert hat. Nun war England ja deutlich stärker industrialisiert und bei Turner konnte Monet Landschaften erleben, die eben voller Luft waren, voller Atmosphäre waren, wo es nicht einen leeren Raum gab, wo irgendwo staffageartig im schönen perspektivischen Hinter- und Nebeneinander Sachen eingestellt waren, sondern es sollte beim Betrachter ankommen, also diese Atmosphäre. Und ich glaube, diese Energie, die spürt man hier in diesem Bild auch. Ja, und es ist eben wirklich außergewöhnlich, das muss man sich bewusst machen, das ist das Pendant zu dem großen Ursprungsbild des Impressionismus, eben die Nachtvariante dazu und diese Modernität des Farbauftrags, wirklich dieses Wilde, dieses Furiose, mit dem in wenigsten Pinselstrichen hier diese Segel gesetzt werden und dann und da auch wirklich die Genialität Monets zu sehen, wie er mit diesem Rot, diesem Türkis, diesem Gelb, diese Lichteffekte hier setzt, einer unglaublich mutigen, radikalen Weise, diese züngelnden Oranges, diese Gelbs, das sind letztlich dann die Pinselstriche, die wir dann eine Generation weiter bei Van Gogh und in diesen großen südfranzösischen Landschaften wiedersehen. Und hier blitzen sie zum ersten Mal auf und eben als Widerspiegelung des künstlichen Lichts, also der Impressionismus, den wir so verbinden mit dem Sonnenlicht, mit der Umsetzung der Effekte des Sonnenlichtes. Nein, der war eben einfach eine Kunst mit allen Sinnen. Die Impressionisten hatten auch nachts ihre Augen auf. Die haben auch nachts gesehen, was sich da abspielte, was es für Effekte erzeugte, was es für Stimmungen erzeugte. Und diese nächtliche Hafenstimmung in unruhiger Zeit, in unruhiger See, bei unruhigem Wetter, das hat er hier wirklich meisterhaft auf die Leinwand gebracht. Ja, wir sind jetzt im Jahr 1878. Caillebotte hat sich gerade dieser Gruppe angeschlossen. Er hat 1876 zum ersten Mal mit den Impressionisten ausgestellt. Er hat eine ganz enge Beziehung zu dem durch Haussmann umgestalteten Paris, denn sein Vater war Immobilienentwickler und hier aus der 6. Etage Rue Olivier mit diesem tollen Blick auf die Rückseite der Oper, das war sozusagen Familienbesitz und er ist ziemlich weit hochgeklettert, um diesen tollen Blick zu malen. Ja, und ich finde das so interessant, dass das wirklich, das ist auch das Moderne, der Bildtitel, dass es wirklich heißt, aus der 6. Etage gemalt. Das heißt, das ist die Modernität, denn diese Etage, diese Höhe gab es 20, 30 Jahre davor gar nicht. Da gibt es dieses schöne Zitat von Baudelaire, der eben 1857 sagt, das alte Paris ist tot. Und Caillebotte wird eben einfach zum Maler des neuen Paris und man sieht an diesem Bild, warum er quasi diese Feier dieser neuen Stadt, dieser neuen Urbanität so geliebt hat und wie er sie auch inszeniert durch diese Sichtbarkeit dieser Achsen, auf die er runterschaut, auf diese Stadt und wo dann das Individuum eigentlich verschwimmt. Es ist die Masse, die er dann malt. Das ist eben die Großstadt, das ist das moderne Paris und das findet in Caillebotte seinen fantastischen Maler.
In der Landschaftsmalerei gibt es ja auch diese Wege ins Bild, diese tiefen Räume. Hier geht es um die Kreuzung und ganz deutlich um die Begegnungen zwischen den Menschen. Das hat mich so beeindruckt dabei. Und auch die Frechheit, mit der er so ein Schlussstein, architektonisches Meisterwerk der Hausmannisierung eigentlich ganz uniform einreiht. Die Oper ist ja eigentlich nur dadurch zu erkennen, dass da diese goldene Figurengruppe der Poesie drauf ist. Aber das ist ja, glaube ich, wirklich etwas, was auch, wo man auch nochmal sieht, das ist das, wofür der Impressionismus steht, ist einfach der zufällige Bildausschnitt, das Nebensächliche, das Beiläufige, weil sich für ihn eben genau hier das zeigt, was Stadt heißt in dieser zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Frankreich, und dass es nicht mehr um das Einzelmonument geht, um das Angebetete, sondern dass es um den Stadtraum geht, um das Urbane, was fließt, was zwischen den Gebäuden hin und her fließt, und wo er zeigt, wie diese Umgestaltung von Paris, ist ja wirklich eine der schönsten, geglücktesten Stadtumgestaltungen der Geschichte, wie sie einfach von der ersten Sekunde an funktioniert. Und er gestaltet auch den eigenen Blick. Also er thematisiert schon das eigene Wahrnehmen. Und das werden wir jetzt in der Geschichte des Impressionismus in 10 Bildern weiterverfolgen, dass wir uns immer auch beim Schauen zuschauen oder uns auch bewusst werden, dass wir Zuschauer sind. Der Schnee in Louveciennes von 1874, das Jahr, in dem die Gemeinschaftsausstellung zustande kam. Es waren schneereiche Winter in den 1870er und 80er Jahren, und wir befinden uns hier am Ende der kleinen Eiszeit, also auch in Frankreich, in Teilen, wo es sonst nicht so viel schneite, gab es enorme Schneefälle, und zu den großen Themen des Impressionismus gehören immer wieder Schneelandschaften. Hier gibt es ja richtig einen Spiegel des Himmels in diesem Schnee. Das ist schön. Ja, das ist hier ohnehin ein unglaublicher Raum. Wir sind ja die ganze Zeit eigentlich in einem Palazzo, aber das hier ist wie ein Winterpalais, weil hier so der ganze Impressionismus im Winter eben zu sehen ist. Und das ist, glaube ich, nochmal eine Nuance des Impressionismus, die gar nicht so bewusst ist. Natürlich haben die im Winter nicht aufgehört zu malen, nein, denen hat es eigentlich besondere Freude gemacht, weil durch dieses Glitzern, diese ganz faszinierenden Effekte, eine ganz andere stehende Sonne, die eben längere Schatten geworfen hat, das hat für die Impressionisten einen ganz besonderen Reiz ausgemacht. Und man sieht hier eben eine ganz meisterhafte Komposition. Alles läuft, die ganzen Linien, hier diese Schattenlinie, die Schneelinie, die Baum, dieser wirklich fantastisch gemalte Bretterzaun und eben dieser Weg, laufen auf ein Zentrum zu, aber dieses Zentrum ist eigentlich nichts. Das ist eigentlich nur ein bisschen Malerei, ein angedeuteter Ort, und das ist eben auch Impressionismus. Der Weg ist das Ziel selbst ist gar nicht relevant. Die Komposition mit dieser unglaublichen Sogwirkung hier ist unglaublich faszinierend. Wir haben immer wieder diesen Weg in das Bild, anders als die Romantiker, die ja erhabene Szenen gemalt haben oder ganz kleine Ausschnitte wie im Zoom gemalt haben, werden hier jetzt wirklich zu einer großen panoramaartigen Sicht, und Himmel und Erde sind häufig so verzahnt durch spiegelnde Wasserflächen oder hier durch den Schnee, die Lichtreflexe auf dem Schnee. Wir haben, als wir das 1874, als die Menschen das auch in der Ausstellung zum ersten Mal haben sehen können, haben sie ja schon den Eindruck gehabt, es ist eine Gruppe. Also die hängen zusammen. Und tatsächlich sind sie ja zu gemeinsamen Malkampagnen aufgebrochen nach Louveciennes. Dort hat Renoir bei seinen Eltern gewohnt. Dort ist Pissarro zum Malen hingekommen. Und Sisley hat dann also vor dem Krieg dort schon gelebt, hat dort sein Atelier im Preußisch-Französischen Krieg mit allen frühen Figurenbildern verloren. Seine elterliche Firma ging bankrott. Er war von da an wirklich
ja, nahezu mittellos mit seiner Familie. Immer wieder ist er umgezogen, aber immer an den Orten der Seine entlang. Das war das große Faszinosum bei Sisley, dass er sich beschäftigt hat eben auch mit dem Flusslauf und immer auch mit den Verbindungswegen zu Paris. Ich finde, Sisley ist eine ganz faszinierende Figur, weil er malerisch, das sieht man hier, glaube ich, wunderbar, steht ja wirklich so zwischen Pissarro und Monet. Und zugleich gibt es etwas ganz Eigenes, was schwierig zu greifen ist. Das ist das Englische. Es ist so ein bisschen Impressionismus im Tweed-Anzug, denke ich. Es hat so etwas Herberes. Es ist nicht durch und durch französisch, wie wir es hier in sehr, sehr vielen Bildern sehen bei Monet, bei Renoir. Es gibt so eine kleine Herbheit, eine kleine Distanz. Und ich finde, die kommt hier ganz, ganz wunderbar aus dem Bild heraus. Und es gibt noch einen kleinen Punkt, den ich auch so auffällig finde, dass das Bild eben heißt Effekte im Schnee. Also das ist, dass er selbst das ist das Thema dieses Bildes, wo sich das jetzt abspielt, ist gar nicht erheblich, sondern diese Effekte, die er hier zeigen kann, die machen für ihn das Bild aus. Er will eben, dass etwas materiell wird. Und ich finde, das sieht man hier, diesen Bretterzaun. Man hat wirklich das Gefühl, man kann das Holz hier spüren und man kann irgendwie wirklich spüren, dass dieser Schnee hier im Schatten 3 Grad kühler ist als der in der Sonne und dass der hier wahrscheinlich knirscht und dass der hier da drüben viel nasser und weicher ist. Und diese Materialität, da ist er ziemlich meisterhaft, das in Malerei umzusetzen. Es ist ein Gruppenstil, es sind Gruppenprozesse gewesen, auch in diesem Jahr im Hinblick auf diese erste Ausstellung. Und dieses Gesamtprojekt dieser Maler, den Menschen mit allen Sinnen anzusprechen, das passiert natürlich mit diesen Schneebildern besonders, auf besondere Art und Weise. War Renoir einen ganzen Sommer lang am Meer und er war nicht so oft am Meer. Das ging ja manchen so in Paris. Zum Beispiel hat Rodin, als er in den 80er Jahren zum ersten Mal den Ozean gesehen hat, hat er gesagt, es ist ein Monet. Ja, man sieht auch hier hinten, das ist ein ungewöhnliches Meer. Man hat das Gefühl, da wachsen sehr große Schilfhalme oder Grashalme. Das ist für ihn ein neues Erlebnis. Und was machen diese Menschen da, die den Weg heraufkommen? Können Sie das identifizieren? Ja, Renoir war in Vorbereitung eines großen Genrebildes für den Salon 1880. Das Thema waren die Muschelfischerinnen. Und er hat eigentlich einen Porträtauftrag gehabt und war auf dem Schloss Vargemont bei einem Banker und Diplomaten Paul Bérard und hat dort den Garten, die Kinder, die Dame des Hauses porträtiert. Er war ja der Erste, der solche Art von sozialen Kontakten auch hatte und damit auch die Gruppe mehr und mehr auch in die Sammlerkreise reinbrachte. Aber das Interessante ist, dass er in seiner freien Zeit immerzu draußen war und Landschaften gemalt hat. Und hier zeigt er eben die Muschelfischer, wie sie eben im Sommer mit den Muscheln auf dem Weg, also in der Kiepe und die Frauen mit dem Korb zwischen sich die Ernte einbringen. Und ich finde, man sieht eben, die sind ja nur angedeutet mit wirklich in Sekunden gemalten Pinselstrichen, wie genau er diese Körperlichkeit erfasst. Und man sieht eben diesen großen Figurenmaler, diesen großen Frauenmaler Renoir, als den wir ihn vor allem kennen, das blitzt hier auf, das ist ein Verständnis für Körperlichkeit, ein Verständnis für die Bewegung, selbst im kleinsten Pinselstrich, was hier ganz schnell deutlich wird. Und auch hier unten, glaube ich, so dieser Weg, dieses Sand mit diesem leichten Rosé, diesem Lachston, das ist letztlich auch als Maler erhaut und das Gras hat ein bisschen was vom Haar. Also er ist ein unglaublich sensitiver, körperlicher Maler. Man hat das Gefühl, er umhüllt eigentlich die Landschaft und tastet sie für den Betrachter. Also es ist haptische Malerei, sehr sensitive, sensuelle Malerei. Und das ist sicherlich sein Charakteristikum. Das unterscheidet ihn von den anderen Impressionisten, dass da eine ganz eigene Form, Beziehung zu dem dargestellten Objekt immer wieder entsteht.
vor allem bei den Figuren, aber eben, wie wir hier auch sehen, das kann sich auch auf die Landschaft übertragen. Ja, er hat ja Seite an Seite mit Monet auch gemalt und er hat auch Monet auf diese Möglichkeit hingewiesen, von den Klippen aus das Meer zu malen. Und im nächsten Sommer geht Monet dann an die Küste der Normandie, an Pourville und es entstehen diese Klippenszenen. Sie sagen, es hat was mit den Sinnen zu tun, mit der körperlichen Wahrnehmung. Und das ist, glaube ich, das große Projekt all dieser Maler, den Menschen mit allen Sinnen anzusprechen. Das war auch in der Wahrnehmungsphysiologie in der Zeit ein großes Thema. Es wurde viel über Reizreflex, über die Hierarchie der Sinne. Es wurde kritisiert, dass der Sehsinn eben jahrhundertelang als der dominante Sinn genannt wurde. Und so wirken die Maler jetzt auch auf Tasterfahrung, auf Erfahrung der Haut durch Wind, durch Wassertemperatur und also auf ein ganzheitliches Wahrnehmen von Malerei hin. Das ist ein wirklich ungewöhnliches Bild, weil die Schöpferin eine Frau ist. Und Berthe Morisot ist die einzige Frau, die wirklich aktiver und akzeptierter Teil der impressionistischen Bewegung war. Sie ist eine absolut faszinierende Figur. Sie ist sehr nah an Manet. Sie ist Modell für Manet, wird dann aber auch sehr wertgeschätzt für ihre Malerei von Monet, heiratet seinen Bruder und ist wirklich in sehr vielen Salons vertreten. Also man sieht diese Verknüpfung von dieser Frau mit der impressionistischen Bewegung und das ist sehr ungewöhnlich. Und man sieht an diesem Bild, würde ich sagen, auch direkt, was sie für einen besonderen malerischen Stil in diese Bewegung hineingebracht hat. Das ist ihr einziges Landschaftsbild, also Gemälde, was sie auf ihrer Hochzeitsreise in London gemalt hat. Also en plein air, an der Themse, unter dem Eindruck der Turners, die sie in der National Gallery gesehen hat. Und man sieht, wie sie die Schattierung wählt, zartes Türkis für die Charakterisierung der Oberfläche des Wassers wählt. Man sieht aber auch die Modernität. Sie hat sich hier ein Schiff ausgesucht, das ist ein Hybrid. Das hat Dampfbetrieb und ist auch noch unter Segeln. Die Berthe Morisot war aus betuchtem Hause. Sie hatte Möglichkeiten auch beizutragen, hat die Impressionisten sehr häufig eingeladen, hat eigentlich die ganzen Gemeinschaftsausstellungen mitbegleitet. Und dann gab es 1875, im Jahr des Entstehens dieses Bildes, eine ganz bedeutende öffentliche Aktion. Und zwar hatten die Impressionisten, die viele von denen waren auf das Geld angewiesen, ihre Bilder eingeliefert in einem berühmten Auktionshaus. Da waren die großen Künstlernachlässe immer zu in den Auktionen. Und Berthe Morisot hatte alle ihre Familienmitglieder aufgeboten und ganz viele Leute dort hingebracht. Und schließlich hat sie mit einem Interieur den höchsten Preis erzielt. Das war für die Impressionisten, also nach der ersten Ausstellung 1874, der erste wirklich größere öffentliche Auftritt. Hier sind wir jetzt ganz eingetaucht in Monet und das Faszinierende ist ja hier im Palazzo Barberini, wir haben wirklich die größte Monet-Sammlung, die es beieinander gibt und wenn man hierher kommt nach Potsdam und sich die Monets anschaut, sieht man mehr Monets als in jedem anderen deutschen Museum, also das ist ein ganz großer Schwerpunkt in dieser Sammlung und aber neben der Anzahl, denke ich, stehen wir hier auch an zwei Beispielen, die diese enorme Qualität von Monet ausmachen oder beispielhaft zeigen.
Also wenn man dieses Bild sieht und fragt, was ist eigentlich Impressionismus, dann muss man sagen, das ist Impressionismus. Genau das ist Impressionismus. Es wird so warm, ich will eigentlich mein Jackett ausziehen. Es ist sozusagen Sommer, es ist Frankreich. Man spürt die Wärme und das ist eben das, was die Impressionisten zeigen wollten. Und es ist doch so faszinierend, 150 Jahre später funktioniert es genauso wie in den 1880er Jahren. Vor allen Dingen, weil er wie ein Bildhauer, der ja den Tastsinn anspricht, hier auch alle Sinne anspricht. Das war eben auch geschuldet einer großen neuen Wissenschaftsdebatte am Ende des 19. Jahrhunderts und um die Jahrhundertwende dann, dass wirklich die Sehprozesse in einem Hintereinander sind, sodass man Momentaufnahme für Momentaufnahme, wie in einem Kinofilm sozusagen, und das ist das auch, wo Monet dann beginnt, Serien zu machen, also weil man diesen einen Moment, den er hier so wunderbar eingefangen hat, dass wir heute das noch so erleben können, eben in einem Prozess dann zeigen kann in einer Serie. Hier sind wir jetzt wirklich an einem ungewöhnlichen Ort. Wir sind plötzlich in Venedig. Das verbindet man nun gar nicht mit dem französischen Impressionismus. Wie kommt es dazu? Ja, Monet hat tatsächlich diesen Sehnsuchtsort der Grand Tour, also der romantischen Maler, lange gemieden. Nachher hat er sich geärgert, dass er erst 1908 dorthin gegangen ist. Es war für ihn ein Eintauchen und er konnte die alte Gepflogenheit mit dem Schiff seine Motive sich zu suchen und aus der Gondel heraus zu malen, dann auch in dieser Stadt leben und hat mit dem Palazzo Contarini einen gotischen Palazzo gemalt, der aber bekannt war für die Musikförderung. Der gehörte einer Erbin des Gilded Age, die dort eben Satie und Stravinsky und die wichtigen zeitgenössischen Musiker hineingeladen hatte. Und das Faszinierende ist trotzdem, finde ich, dass man eben sieht, er schneidet den Palazzo ab. Für ihn ist das Wasser mindestens so wichtig. Also das ist sicherlich der große auch Unterschied zu Canaletto, zu Bellotto, zu Friedrich Nerli, dem deutschen großen Venedig-Maler, wo man eben die Schönheit des einzelnen Palazzo zeigen will. Ihm geht es eben auch hier um dieses Wechselspiel von Architektur, von der Spiegelung im Wasser. Und man hier unten in diesem unglaublichen Wasser sieht man natürlich auch schon das Wasser, das er schon sehr oft gemalt hat, seine Seerosenbilder, seine Wasserbilder aus Giverny, sieht man, denke ich, hier 1908 schon sehr klar durchschimmern. Ja, ich glaube, das ist auch genau der Grund für diesen harten Ausschnitt. Er versucht wirklich, ein Eintauchen zu ermöglichen. Das ist ja diese immersive Qualität, die Seerosenbilder in diesen Jahren entwickelt. Das ist sein einziges Motiv. Er malt nichts anderes. Und dann kommt er nach Venedig und sucht sich sozusagen so einen Ausschnitt, der weit schon in die Abstraktion hineinführt. Was ich interessant finde, es gibt ja das schöne Bild von Baudelaire, der sagte, die Moderne ist diese Mischung aus dem Fließenden, dem Vorübergehenden und dem Ewigen, dem Unabänderlichen. Und wenn man das Bild sich anguckt, muss man sagen, ist jetzt hier eigentlich das Fließende und ist das Vorübergehende wirklich das Wasser oder ist es die Architektur? Also man hat fast das Gefühl, das ist in einem in unterschiedlicher Weise besetzt, als wäre das Wasser für ihn das ewige Element geworden und wäre der Palazzo Venedig doch eher die untergehende Stadt und das Wasser ist das, was als natürliches Element dann doch das Menschenwerk irgendwann überleben wird. Jetzt sind wir hier an einem ganz besonderen Punkt angelangt. Wir haben viel über die Sinne gesprochen, über das
Fühlen, über das Riechen, über das Sehen, über das Hören dieser Kunst. Und hier hat man jetzt plötzlich das Gefühl, wird das Gehirn eingeschaltet. Was passiert hier im Neoimpressionismus? Also wir sind jetzt ja in den frühen 1890er Jahren. Paul Signac ist dabei, die Theorie des Neoimpressionismus zu formulieren. Und er hat begonnen mit der spiegelnden Szene vom Boot aus, also all diese, er ist wirklich durch diese impressionistische Phase gegangen. Aber dann beginnt er in diesem Tupfenstil, das nennen die Maler Divisionismus. Sie wollen, wie ein Wissenschaftler, die Farben voneinander trennen und sie so im Komplementärkontrast zur Steigerung bringen. Und das macht so einen ganz neuen, kristallinen, sehr kühlen und sehr objektiven Malstil. Man hat das Gefühl, es ist wirklich das erste Mal kommt der Rationalismus in die Kunstgeschichte wirklich hinein. Also es ist wirklich ein Chemie, Naturwissenschaft. Es wird aus den verschiedenen Elementen wird plötzlich das zusammengesetzt. Und das finde ich aber jetzt bei diesem Signac so besonders, man hat zwar das Gefühl, da ist ein Naturwissenschaftler am Werke, aber was entsteht, ist Alchemie, nämlich Zauber. Denn wir sehen zwar hier so eine ganze vertikale Achse, die von diesem Mast hier runtergeht und hier diesen Knickpunkt in der Keimauer wiedergibt. Und man hat das Gefühl, man könnte das fast wie falten, dieses Bild. Und man sieht diese aufgeteilten Farbpartikel. Und das Ergebnis ist Harmonie, Schönheit, Wärme. Ich finde dieses sozusagen Paradoxon in dieser pointillistischen Malerei, in den besten Werken, wie wir es hier sehen, etwas sehr Faszinierendes. Wir befinden uns eben hier im Hafen von Saint-Tropez und das ist eben das Charakteristische, was dann diese nächste Generation der Maler leistet. Während wir gesehen haben am Anfang mit Boudin und den anderen Malern beginnt es an der Nordsee, am Atlantik, also das ist eine eher die nördlicheren Meere, die Frankreich umgeben, sind Teil oder werden Teil der Malerei und der Kunstgeschichte. Und dann mit Signac, mit den Pointillisten, geht es in den Süden, an die kleinen Hafenorte des Mittelmeers. Und das setzt sich dann fort bei den jüngeren Malern mit den Fauvisten, die dann Collioure und all diese Orte für sich entdecken. Und das geht ja dann auch mit Picasso und vielen anderen weiter. Dann wird ab dieser Zeit das südliche Mittelmeer zum Sehnsuchtsort und zum großen Freiluftatelier der französischen Malerei. Ja, jetzt sind wir hier wirklich quasi im Allerheiligsten des Barberini, bei den Seerosenbildern von Monet. Wann entstehen die und wie kommt es da überhaupt dazu? Also Monet ist ja über Argenteuil und Vétheuil dann schließlich noch weiter von Paris entfernt in einem Ort Giverny gelandet, schon 1883. Und er legt dort einen Garten an, er erwirbt dann noch ein weiteres Gartenteil und lässt dort einen See anlegen. Und mit japanischen Importen, das war ja manchmal so, dass man die Blumenzwiebeln oder die Pflanzen dann auch über seine Händler von japanischen Farbholzschnitten auch in Paris beziehen konnte, beginnt er jetzt sein Refugium zu schaffen. Und das bleibt dann für die nächsten 30 Jahre bis zu seinem Lebensende 1926 das Hauptgebiet mit großen Leinwänden, die er da in einem Atelier in der Nähe des Sees auch malen konnte. Und das große Projekt war dann für den französischen Staat so ein ovales Panorama zu machen mit diesen Seerosenbildern, die einen dann absolut umgeben in dem Musée L'Orangerie als ein Geschenk an den französischen Staat. Ja, man sieht eben, was ja so interessant ist, wie kommt man überhaupt zu so einer Perspektive auf das Wasser? Und das ist eben so, dass Monet einerseits tatsächlich sich Boote gebaut hat, Atelierboote, wo er quasi mit seinem Kahn
dann fest verankert in diesem selbst angelegten Seerosenteich stand und quasi malen konnte, weil er wollte eben im Wasser stehen. Und das andere, er war eben ein früher Sammler der japanischen Farbholzschnitte und da hatte er auch immer dieses Motiv dieser japanischen Brücke gesehen und die baute er sich auch dort in seinen Landschaftspark hinein, sodass er auch von der Brücke herabschauend immer auf diese Seerosen schauen kann. Und ich glaube, man versteht sehr schnell, was auch in einem bestimmten theoretischen Sinne das Faszinierende ist, weil durch dieses Spiel der Wasseroberfläche, das markiert wird durch die Blätter der Seerosen und zugleich des Wassers darunter, in dem sich wiederum aber der Himmel spiegelt. Diese absolute Kombination aus drei verschiedenen Ebenen, die ineinander fließen, hatte er ein quasi unendliches Experimentierfeld für sich geschaffen. Also was wir in dem kleinen Format von Boudin ganz am Anfang gesehen haben, den großen Wolkenmaler, das findet sich hier genauso wieder in diesem großen Panoramaformat, dass die Lichtverhältnisse durch den Himmel und das Wolkenspiel bestimmt werden. Und man kann, wenn man sich hier auf diese mittleren Zonen ein bisschen einlässt, dann sieht man auch hier die vorüberziehenden Wolken. Es ist nur komplett gegenwärtig durch das Abschneiden des Horizontes völlig ortlos. Ich muss hier als Betrachterin mich erstmal selbst finden, selbst positionieren. Es ist nicht mehr so, dass mir eine Perspektive meinen Ort in meiner Landschaft vorgibt. Das haben natürlich dann später Künstler wie Sam Francis und Joan Mitchell so geschätzt an Monet. Das ist der Impuls dann, der aufs 20. Jahrhundert und die Abstraktion im großen Stil dann übergeht. Und es gibt, glaube ich, keinen Anfang, kein Ende mehr. Also das ist ja das, was wir beim amerikanischen Expressionismus so dieses All Over, das ist eben, hier gibt es auch kein Anfang und Ende, hier gibt es kein Oben und Unten mehr. Ja? Also der Himmel spiegelt sich in der Unterwelt, die Unterwelt ist plötzlich Licht und hell und gelb und gar nicht mehr dunkel, wie man es kennt. Also letztlich eine völlige Verwirrung des Betrachters. Man weiß nicht mehr, wo man steht, was man sieht, was dort alles miteinander verfließt. Und ich glaube, das ist auch eine exakte Standortbestimmung der Malerei in dieser Zeit um 1918, also nach dem Ende des Ersten Weltkrieges, da ist es sozusagen eine gewisse, sozusagen, es ist zu einem Ende gekommen, dieser Impressionismus ist ganz sichtbar an ein Ende gekommen, aber die Keime, die hier drin stecken, die gehen dann 50 Jahre später auf und kommen zu ganz wunderbaren neuen Blüten.